Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Single LS17 aus Stappenbach in Oberfranken. Und zwei Dinge müsste ich mal kurz ansprechen. Und zwar erstmal, nicht wundern, dass der Kontostand ein bisschen höher ist. Ich habe da zwei Sachen verkauft aus meinem Fuhrpark, die durchaus ein klein bisschen Geld gebracht haben. 11.000 Euro, wenn man es genau nimmt. Nichts Dramatisches, werdet ihr auch im Verlauf der Let's Play-Reihe dann später sehen, was ich verkauft habe und warum. Das klären wir dann alles. Also nur für den Fall, dass jetzt kommt, du hast mehr Geld als gestern. Ja, habe ich. Ist korrekt. Hast du gut erkannt. Zweite Sache. Jetzt ist sie weg. Was war denn noch die zweite Sache? Irgendwas wollte ich noch sagen und habe es jetzt gerade vergessen. Was war's? Weiß nicht mehr genau. Machen wir erstmal weiter. Achso, ja, nee, jetzt weiß ich es wieder. Hashtag typisch Tobi. Passt perfekt. Drei Sachen sind's. Entschuldigung, drei Sachen. Die zweite Sache. Ihr habt mich, glaube ich, falsch verstanden. Ich will nicht meinen kompletten Fuhrpark ändern. Ich will nicht jetzt hier die modernen Kroms haben. Aber ich möchte gerne, so wie Ralf das auch schon geschrieben hat und ein paar andere Leute schon geschrieben haben, ich möchte gerne der Größe des Hofs entsprechend und der Traktoren entsprechend ein paar Maschinen austauschen von den etwas älteren. Das beinhaltet den Flug, das beinhaltet das Güllefass, da kriegen wir noch eins von Dennis. Das beinhaltet vielleicht noch so ein, zwei andere Sachen. Kartoffellegemaschine fällt mir gerade so ein, da gibt es noch ein schönes Angebot von einem kleinen Nachbarn, der sich das selbst zusammengebaut hat. Von etwas Jüngeren, da sollen wir mal gucken. Und von daher, ich werde nicht alles austauschen. Das ist genau wie mit der Quaderballenpresse. Ihr wisst, dass ich auf Maschinen von Klaas stehe und genauso auf Maschinen von Krone. Von daher, ne, eine Fortschrittpresse habe ich tatsächlich aber noch nicht gefunden, eine Großballenpresse von. Doch, habe ich doch schon eine gesehen. Es tut mir leid, aber die war nicht so schön. Und es gibt da eine schöne Krone, die mir gefällt, die auch zu dem Alter der Maschinen noch passt. Mehr brauche ich dazu wohl nicht zu sagen. Dann noch eine andere Sache, was mir aufgefallen ist. Wer diesen Tierverbrauchsmod hat, also den da oben rechts da. Ihr seht das jetzt gerade, die Kühe brauchen Gras. Ich habe jetzt gestern noch eine Ladung Heuballen hierher gefahren. Die liegen da drüben jetzt in der Halle, da laufe ich jetzt nicht extra hin. Und habe die eingefüttert. Ich habe hier Heu reingefüttert. Jetzt haben wir Heu voll. Und er fragt immer noch nach Gras, aber nicht mehr nach Silage. Ist jetzt ein bisschen tricky. Also wenn wir jetzt die Silage auffüllen und er dann immer noch dieses anzeigt, die Tiere brauchen Gras, dann fliegt der Tierinformationsmod wieder runter. Den brauche ich auch nicht wirklich. Ne, Emily hat das Tablet, über das wir gucken können. Gucken wir zur Not darüber nach. Nur so am Rande, das ist mir aufgefallen, das werden wir uns dann noch anschauen, sollte es tatsächlich der Fall sein. So, die raus. Dass es tatsächlich da irgendein Bug ist wegen diesem Heu zu Gras-Mod. Kann ja sein. Weiß man nicht. Mein Gott, steckt ja nicht drin da, ne? So, erstmal jetzt zum Hauptquartier. Das wollte ich nur loswerden. Also, ne, ich meine, es ist ja, ihr seht es mir nach. Wir haben größere Traktoren. Ja. Finde ich auch saugeil. Ich finde den John Deere geil. Ich finde den Schlüter geil. Ich benutze das Wort geil jetzt einfach mal. Ich finde auch den MB-Truck cool. Geil. Von mir aus. Und den Fendt. Und das sind große Maschinen. Und dementsprechend, es tut dem Projekt auch keinen Abbruch. Also dieses ganze Projekt von wegen Youngtimer, das sind ja alles keine modernen Maschinen. Auch der Deutz, der bei Meyer steht, ne? Wäre auch keine moderne Maschine. Ja? Also ich werde hier nicht anfangen mit einem Klaas Axion oder mit einem 900er Fendt oder am besten noch einen 1050. Könnt sie knicken. Oder einen großen, modernen John Deere. Nee, gibt's nicht. Wenn die mal auftauchen in dem Projekt, weil vielleicht ein Nachbar so ein Ding hat und uns irgendwie aushilft bei irgendwas, das ist was anderes. Aber geplant ist, dass diese Maschinen nicht Einzug halten auf dem Hof. Geplant ist, vielleicht damit du so ein bisschen nachvollziehen kannst, wie ich das meine mit dem Projekt. Geplant
ist quasi, dass wir ein bisschen moderner werden, was die Anbaugeräte angeht und die Maschinen, so wie das in Reell auch ist. Ich meine mal ganz im Ernst. Wenn viele von euch, gerade du, ihr habt alle Höfe, oder die meisten von euch haben selber einen Hof. So. Und ich möchte behaupten, dass in vielen Fällen, klar, der eine oder andere wird sagen, nee, bei uns ist es anders. Ja, aber in den meisten Fällen ist es so, dass die Maschinen, die Schlepper, recht alt sind. Und die Anbaugeräte, ne, also sprich ein Pflug, ein Grubber, ein Güllefass, die gehen mit der Zeit mal kaputt. Und dann gibt's mal etwas Neues. Ne, natürlich gibt's immer noch die Höfe, die genauso die alten Maschinen haben und auch die alten Anbaugeräte. Das ist vollkommen nachvollziehbar. Weil, warum was austauschen, was funktioniert? Ganz im Ernst. Ich tausche auch nichts aus, was funktioniert. In Reell. Ne, aber hier in dem Projekt, gerade jetzt in Bezug auf die Größe der Felder. Ne? Wir müssen ja immer berücksichtigen, dass wir die beiden Höfe, die Rindermast hier, seitdem wir die Rindermast haben, haben wir ja so ein bisschen Probleme, die vernünftig am Laufen zu halten mit der Versorgung. Warte mal. Nein. Nein. Nee. Nehmen wir die. Haben wir ja so ein bisschen die Probleme mit der Versorgung. Und da macht das nur Sinn, dass wir größere Maschinen haben, um diesen Hof um zu bewirtschaften weiterhin. Und damit wir da auch vernünftig und wirtschaftlich arbeiten. Ne? Weil ich meine, was bringt uns das, wenn wir quasi mit der Ernte oder sonst was nicht hinterherkommen? Ich meine, gut, klar, einen neuen Drescher ist jetzt nicht unbedingt geplant. Ne? Vielleicht zur Not können wir immer noch den örtlichen Lohner fragen oder wir, ne, gerade auch sowas Häckseln angeht. Ich werde mir jetzt keinen Häcksler auf dem Hof holen. Wozu? Für zwei kleine Schläge, da kann ich den Lohner anrufen. Genauso wie wenn wir mal einen größeren Drescher brauchen. Das ist genauso das gleiche wie mit dem Mähwerk, also hier mit unserem, sag mal schnell, wie heißt das Ding noch? Na, hier mit dem Mover. Genau, mit unserem Grashüpfer. Ganz im Ernst. Der ist super. Aber so ein, ich sag jetzt mal, modernes Mähwerk. Mir fällt da spontan Pöttinger Novacat ein mit einem Band dahinter. Ist auf dem modernsten aktuellen Stand. Wieso nicht? Ne, ein schönes Butterfly hinten mit Schwattablage, also mit Band und vorne den kleinen. Wieso nicht? Das sind alles so Überlegungen und nein, ich werde da nicht Geld draufschreiben, damit das funktioniert, sondern das ist jetzt eine Überlegung, wie das Projekt teils modern wird. Ne? Ist ja wie mit dem Schäfer. Ich weiß zwar bis heute nicht, warum man Schäfer ausspricht und das mit Doppel-F schreibt, weil normalerweise wäre dann das R kurz gesprochen. Aber gut. Ne? Bevor mein Stammzuschauer, Grüße gehen raus, bevor mein Stammzuschauer sich irgendwie die Haare ausreißt, weil ich die ganze Zeit Schäfer sag, werden wir das doch mal richtig aussprechen. Nee, aber das ist halt, wenn halt sowas Tolles oder so eine gute Maschine kommt, wie jetzt der Schäfer, warum nicht? Ganz ehrlich. Achso, du hattest ja noch gesagt bei dem Schäfer, du wolltest gerne mal die Kameras sehen. Moment. Da haben wir einmal die Rüfer, ne, die Rückfahrkamera. Und einmal, ja, die Kamera habe ich noch nicht so ganz verstanden. Die müsste ja... Nee, Moment. Ich glaube, ich verstehe sie. Sekunde mal kurz. Tobi versteht was. Haltet euch fest. Das werdet ihr nicht glauben. Ist die Kamera tatsächlich in der Schaufel? Der macht überhaupt keinen Sinn. Meiner Meinung nach. Also die Kamera hier macht ja noch irgendwo Sinn, wenn man drin sitzt. Wobei, ganz ehrlich, zum Ankoppeln ja, aber ein Telelader ist ja eigentlich übersichtlich genug.
Also ich finde, die Kameras bei dem sind tatsächlich, ich sag mal, eine kleine Spielerei. Die sind schön, dass sie drin sind, aber brauchen nicht wirklich. Allerhöchstens die zum Ankoppeln, aber die vorne in der Schaufel ist absolut unnötig. Meiner Meinung nach. Da hat jeder seine eigene Meinung, das ist meine. So. Zack. Ich habe auch schon mal in den Futtermischwagen habe ich tatsächlich schon mal ein bisschen Ballen reingeschmissen. Also beim Weglagern habe ich dann gleich gedacht, komm, schmeißt du gleich rein. Ich habe jetzt ein Strohballen und zwei Heuballen genommen. Meines bescheidenen Wissens nach müsste das noch sein. Bei dem Mischwagen. Also ja, der Standard, ich meine, das waren ein Stroh, also ein Teil Stroh, zwei Teile Heu, der Rest Silage. Ich werde es ausprobieren, wenn es nicht klappt, ja mein Gott, dann habe ich Mist gebaut. Aber ich meine zu wissen, dass es so war. Ich werde jetzt auch erstmal die Silage natürlich nicht einfüttern. Ne, auch wenn du jetzt gedacht hast, ich kipp das dann gleich in den Futtertrog. Nein, werde ich nicht. Ich werde die Silage... was ist das denn? So, da haben wir irgendwie den Trigger verfehlt. Moment mal. Rammen wir jetzt nicht in den Glasanhänger. Kannst du das da so? Nee. Oh, genau jetzt musst du speichern, ne? Manchmal mag ich das Spiel nicht, was den Speicherzyklus angeht. Muss mal kurz hier ein Stückchen wegfahren. Ne, gleich. Kurz da das Grande Malheur ein bisschen wegholen hier. Voilà. Möchtest du das auch? Oh, möchtest du das auch mitnehmen, bitte? Danke. So. Bleibst du mal hier stehen, weil dich brauche ich gerade nicht. Ich brauche den John Deere. So. Zack, ich lasse mal die Kamera an. Ne? Ich meine, ja, die Kamera ist in dem Mod nicht drin. Ja, das haben mittlerweile das Ralf auch reingeschrieben. Ich habe den Kommentar übersehen gehabt, es tut mir leid. Der Kameramod im John Deere ist kein Mod. Erebus hat mir die Kamera eingebaut. Der hat der genauso wie die Rückleuchten an dem und die Instrumenten etwas anders sind als die bei dem, den ihr runterladen könnt. Und mir fällt gerade was auf. Ich hoffe, euch ist es auch aufgefallen. Wenn nicht, Moment. Mal die Maus, damit ihr das seht. Da. Die Öllampe leuchtet. Das ist nicht gut, wenn die Öllampe leuchtet. Ich möchte nicht unbedingt in Stappenbach stehen bleiben, weil der Motor geschützt wird. Hören wir mal ganz kurz eben an der Werkstatt ran. Hauen wir der Maschine kurz mal einen Ölwechsel rein.
Ja, wir haben ja beim letzten Mal festgestellt, so ungefähr eine halbe Stunde. Gut, jetzt war er warm, ne? Das heißt, jetzt muss er aber kurz abkühlen. So, hier ist das. Das ist ja nur ein Spiel. Hier geht das Ganze natürlich ein bisschen schneller. Nimmst du da jetzt das... Hallo? Was ist das? Willst du mich jetzt gerade verarschen? Ich muss mal eben was ganz Unrealistisches machen. Kleinen Moment. Kann sein, dass ihm der Werkzeugkoffer stört. Aber du hast doch gerade... Hä? Meine sehr verehrten Damen und Herren, es könnte sein, dass mich der John Deere gerade veräppelt. Ich entschuldige mich für diese kurze Unterbrechung und werde mich jetzt wieder auf den Weg begeben. Wieso geht denn die... Den Anhänger anzukoppeln und zum Kuhhof zu fahren. Es tut mir leid wegen dieser Unterbrechung. Der Johnny wird nachher verhauen. Nein, Spaß. Frechheit hier. So, wir könnten mal die Kamera kurz wechseln. Passe ich da durch? Ich hoffe es. Oh, ich bin so froh, ne, wenn die Schneeschmelze einsetzt. Ich meine, wir haben jetzt 7 Grad plus. Also dürfte nicht mehr lang dauern. Wieso gucke ich eigentlich die ganze Zeit da nach hinten? Bis der Schnee weg ist. Moment. Passt noch nicht hundertprozentig. Oh, ich lenke schon wieder. Lenke ich in die falsche Richtung, ne? Macht ja Sinn. Ich brauche eigentlich keine Kamera zum Rückwärtsfahren. Ich habe an meinem Auto selber auch keine Kamera zum Rückwärtsfahren. So. Erstmal die Kamera wechseln. Nee, die brauche ich nicht. Die brauche ich. Die brauche ich nicht, aber wenn, dann nehmen wir die. So. Zack. Abfahrt. Nu aber. Das mit der Lampe nervt mich jetzt gerade ein bisschen, ne? Behalte ich mal im Auge. Im Zweifelsfalle bleibt der halt gleich stehen. Oh, der war... Das war... Entschuldigung. War ein bisschen schnell. Ich kipp das einfach ins Fahrsilo am Kuhhof. Da haben wir das erstmal drin. Und, ach so, genau. Die Frage bezüglich des Milchverkaufs. Wenn wir genug Milch haben, dann habe ich schon mit Willi geredet, dann werden wir das erste Mal die Milch selbst wegbringen. Wir dürfen seinen LKW dann benutzen und seinen Trailer, bringen wir die Milch selber weg, dann siehst du, wo die Milch hinkommt. Na, ansonsten holt er die dann immer, ja, einmal am Tag holt er, nee, zweimal. Zweimal? Einmal? Ihr werdet mich jetzt wahrscheinlich hauen. Aber ich glaube zweimal, ne? Egal, bevor ich mich jetzt verquatsche, liebe Lüt, das soll es für heute gewesen sein. Ich sage vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Hoffe, das Video hat ein bisschen Spaß gemacht. Würde mich freuen, wenn ihr ein Abo, Daumen hoch, Kommentar da lasst. Schaut sehr gerne beim nächsten Mal wieder rein. Dann wünsche ich euch einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen schönen Morgen. Je nachdem, wann ihr euch das Video anschaut, und sag, bis zum nächsten Mal.